Herzlich willkommen auf dem Enduro Emmis-Kanal. Heute hier in Schobau 2024 zum DM-Lauf. Wir gehen aber 20 Jahre zurück zum WM-Lauf 2004. Damals ein echtes Highlight mit 125.000 Zuschauern. Die Strecke galt als äußerst anspruchsvoll und einige Fahrer empfanden die Bedingungen als zu schwer. Dennoch zeigte sich die Rennleitung unbeirrt und verteidigte den hohen Schwierigkeitsgrad mit dem berühmten Satz, das ist Schobau. Eben echtes Enduro. Das Event markierte auch einen emotionalen Moment für die Enduro-Gemeinde, als die Legende Giovanni Sala aus Italien offiziell seinen Rücktritt vom aktiven Rennsport bekannt gab. Trotz der harten Bedingungen kehrte zur Siegerehrung wieder eitel Sonnenschein zurück und die Begeisterung der Fans war spürbar. WM-Finale in Schopau war ein Riesenereignis für die ganze Region. Trotz zum Teil miesem Oktoberwetter mit Dauerregen kamen unglaubliche 116.000 Zuschauer, die wenig von den Problemen und Streitigkeiten hinter den Kulissen mitbekommen haben. Uwe Karte war unser Mann im Schlamm und hat festgestellt, bei der Siegerehrung herrschte da noch wieder eitel Sonnenschein. Verwöhnprogramm für die Enduro-Weltmeister gestern Abend in Schopau. Welcher Fahrer denkt in solchen Momenten noch an die Anstrengungen der vergangenen Tage? 12.000 Fans allein bei der Siegerehrung im alten MZ-Werk, das hat es weltweit noch nie gegeben. Die WM-Tage waren hart. Eine anspruchsvolle Strecke, Steilhänge, Sonderprüfungen und dazu kam der Regen. Am ersten Tag scheiterten 32 der 74 gestarteten Fahrer, Ausfallquote fast 50%. Weltmeister Juha Salminen aus Finnland wurde schnellster aller Klassen und damit der Champ von Schopau. Bester Deutscher war das Ziel von Markus Kehr. Der 21-Jährige aus Flöha gab alles, kämpfte, angetrieben von den Fans an der Strecke. Gerade wo der Regen eingesetzt hat und ich den ganzen Hang hinausgeschoben habe und wirklich die Leute angefeuert haben, so wirklich eine Kopfsache und gesagt habe, hier musst du durchbeißen, bist du den Fans schuldig, dass du hier durchziehst. Am Ende nur Platz 13, der Wille allein reicht eben nicht. Markus will aber mehr. Ich versuche oder ich drehe dran, dass ich vielleicht mal ein paar Läufe im Ausland fahren kann, Italien oder so, wo wirklich eine harte Meisterschaft gefahren wird. Ronny Morgenstern aus Börnichen ist kein Fahrer Streckenposten. Warum eigentlich? Aus Spaß und Freude. Aus Spaß am Endurosport. So macht man das jedes Jahr wieder. Geld ist es aber nicht. Nee, absolut nicht, weil wir nicht kriegen dafür. Ronny war praktisch vor seiner Haustür im Einsatz in der Schlammdurchfahrt von Börnichen. Kein einfacher Job, die Fans aber kamen voll auf ihre Kosten. Einer wird bei der Weltmeisterschaft künftig fehlen. Der Publikumsliebling der letzten Jahre in Schopau nimmt Abschied. Giovanni Sala. Ich habe fertig. Sala ist eine Enduro-Legende. Mal kam er mit kaputtem Getriebe trotzdem noch zum Sieg, mal hatte er seine Stiefel zu Hause vergessen. Gio war immer gut drauf. Zum Abschied bekam er ein altersgerechtes Gefährt. Ich bin schon etwas älter, die anderen sind ein wenig jünger. Das schlechte Wetter war aber kein Problem für mich. In Schopau gab es gestern aber nicht nur strahlende Gesichter. Dem Ausrichter lag immer noch der Fahrerstreik mit Startverzögerung und Streckenänderung schwer im Magen. Wir lassen uns von niemand erpressen, weil wir sind hier in Schopau und wir leisten große Arbeit und die ganze Region steht hinter dieser Veranstaltung. Ob überhaupt und wenn, dann wann es den nächsten WM-Lauf gibt, bleibt vorerst offen.